Lautstark protestierten am Donnerstagnachmittag knapp 200 Demonstranten vor dem Neunkirchener Rathaus. Vor der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses machten sie ihre Forderung nach dem Erhalt der Grundschulen in Neunkirchen, Struthütten und Zeichendorf Luft. Geplant ist die Zusammenlegung der drei Schulen zu einer XXL-Grundschule auf dem Rastberg in Neunkirchen. Jutta Vöckeler, die Schulpflegschaftsvorsitzende der Struthüttener Grundschule, appellierte während der Demonstration noch einmal an die Verantwortlichen. Ja, wir wollen, dass der Rat der Gemeinde sich nochmal eindringlich Gedanken macht und prüft, welche Fördergelder sie für uns ranholen können, damit wir nicht diese große Schule bekommen. Wir haben zurzeit drei gut funktionierende Grundschulen und wir wollen keine Schule mit über 400 Kindern. Wir befürchten, dass unsere Kinder, das sind die kleinsten Kinder, untergehen in einem solch großen System.